Da ist er ja, mein Koffer. Nein, 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 nein! Also, wir befinden uns in Wien. Also wir ist David, mein Freund, und ich gemeint. Tim ist diesmal nicht da. Und wir gehen jetzt los zur, wie hieß es, Kulinarik- und Gartendesignmesse. Danke. Also, wir sind in, wo sind wir genau? In Vienna, Österreich. Ja, das habe ich gesagt, aber in welchem? Im Viertel, das ist das 21. Bezirk. Und zwar das Neuwien sozusagen. Okay, Neuwien. Also, wir sehen Einkaufscenter. Donaucenter. Das ist der größte Einkaufscenter in. Aber leider habe ich keine Zeit. Nicht so schlimm. Bei der Kulinarikmesse gibt es ja auch bestimmt was zum Probieren und zum Essen. Das ist nämlich mein zweites Hobby. Nach dem Shoppen esse ich auch sehr gerne. Natürlich gesund. Außer vielleicht einmal in der Woche. Vielleicht ist ja heute dieser Tag. Mal schauen. I'm still looking for you. Snow is falling down. I'm still searching for you. I never thought it through. Always thought it would be me and you. So. Jetzt sind wir nicht mehr in Wien, sondern in Maribor in Slowenien. Und zwar war gar nicht die Kulinarikmesse das Main Event sozusagen in diesem Video, sondern wir gehen heute zum Abiball. David, jetzt wird's schwierig. Also David hat eine Neffin und die feiert heute ihren Abiball. So, die Nea. Und ja, jetzt sind wir in Maribor und machen uns fertig. Erst kommt das Make-up. Fertig! But I won't stop searching for you. Mega lustig und ich habe es genossen, Zeit mit meiner zweiten Familie zu verbringen. Und wir haben getanzt und gelacht und Spaß gehabt und es war wunderschön. Ihr konntet ja ein bisschen sehen. Ich hatte leider meine Kamera vergessen, deshalb musste ich auf mein iPhone umswitchen. Aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Eindruck bekommen können, wie ihr uns schwer erkennen könnt, sitze ich im Flugzeug. Also seid gespannt. Ciao. Guten Morgen. Oh, ich bin unscharf. Warum bin ich denn unscharf?